Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Kagel-Video von uns. Wir sind heute am Nürburgring. Endlich mal wieder. Ich glaube, wir waren das letzte Mal vor einem Jahr hier. Ist eigentlich schade. Ja, ist wirklich schade. Und heute stellt die Lisa ihren wunderschönen Focus ST vor. Würdest du dich ganz kurz nochmal den Zuschauern vorstellen, wer du so bist und was du so machst? Ich bin die Lisa, hallo. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal, dass ihr hier seid und dass ihr mich besucht habt. Ja, gerne. Ihr dürft auf jeden Fall jederzeit wiederkommen, das muss ich auch schon mal sagen. Gerne, gerne. Genau, wenn mal ein Auto da ist, womit man fahren kann. Ja, bald hoffentlich. Genau, Lisa ist mein Name. Ich bin 25 Jahre alt, wohne in der Nähe vom Nürburgring. Ich habe ca. 30 Kilometer bis hierher. Und seitdem ich eigentlich denken kann, fahre ich hier hoch. Und es ist einfach mein Leben. Es ist einfach super schön. Wir zeigen euch einmal heute meinen Ford Focus. Was war denn dein, wenn ich mal kurz fragen darf, was war denn dein erstes Auto, mit dem du auf der Nordschleife gefahren bist? Selber? Ja. Das war der Focus. Ah, das war der Focus. Genau, mit dem bin ich als erstes Mal auch selber drüber gefahren. Und das allererste Mal mitgefahren dann? Der Wagen, mit dem ich das erste Mal mitgefahren bin. Ich bin damals mit meinem Papa schon als Kind drüber gefahren, da kann ich mich nicht mehr erinnern, welcher Wagen das war. Aber so, wo ich mich richtig dran erinnern kann, war ein Clio 2 RS. Also dein Vati hat dich quasi so infiziert? Ja, total. Könntest du dir jetzt vorstellen, hier mal wegzuziehen oder? Nee, gibt's gar keinen Grund für. Ja, ist auch echt, also ich muss sagen, hier ist es echt wunderschön und du hast wirklich, also wir filmen heute direkt neben der Strecke und du hast ja gesagt, heute ist irgendein Rennen? Es ist von Falken Motorsport, ist irgendeine Testfahrt, glaube ich. Ja, und später Touristenfahrten. Ja, also wenn ihr jetzt immer mal was hört, wir stehen ja direkt hier neben der Nordschleife, also in der Nähe von T13, wer es kennt, und da kann es ein bisschen lauter werden. Also nicht wundern, wenn es heute mal ein bisschen lauter wird. Das ist ein Schmuckstück, ich muss erst mal sagen, wunderschöne Farbe, erinnert mich so ein bisschen an das NATO-Grau. Wie heißt die Farbe bei Ford? Slate-Grau. Ist eine echt wunderschöne Farbe. Ja, ich liebe sie auch. Porsche hatte die früher mal gehabt, das Slate-Grau, soweit ich weiß, und dann hat Ford das Ganze dann auch mitgemacht. Bevor wir sagen, was du alles an deinem Schmuckstück gemacht hast, kannst du uns erstmal so ein paar Daten zum Auto sagen? Also der ist von 2015, das ist der Ford Focus ST. Von 2015 mit einer 2 Liter EcoBoost-Maschine drin mit 250 PS. Können wir uns den gleich mal angucken? Können wir uns angucken, natürlich. Habt ihr hier im Motorraum, also beziehungsweise habt ihr am Motor irgendwas gemacht? Nein, der Motor ist komplett original. Ich fahre den ja im Alltag und ja, der hat jetzt über 120.000 Kilometer runter und der läuft einfach perfekt und da möchte ich nichts drin. Ich bin zufrieden und der fährt sich top. Du hast ja das Facelift-Modell. Genau, das ist das Facelift-Modell. Ich bin jetzt bei Ford nicht so ganz drin. Nee. Was ist jetzt beim Facelift anders als beim... Jetzt kommt er angeflogen. Hör das? Ist einfach geil. Einfach geil. Ich sehe es und kriegst übelst Gänsehaut. Ich sag auch immer, mein Wortschatz am Nürburgring reicht dann immer nur... Und geil. Geil, ja. geil und wieder einfach, geil. Ja. Sorry, jetzt habe ich dich voll unterbrochen. Nein, alles gut. Beim Vor-Facelift ist die Front komplett anders. Also Front, Nebelscheinwerfer, die Scheinwerfer überhaupt sind ganz anders. Also beim Vor-Facelift gehen die eher so ein bisschen runder. Mhm. Wobei ich sowieso andere Scheinwerfer drin habe. Das sind nicht mehr die originalen. Das sind jetzt LED-Halogen-Scheinwerfer auf Xenon-Optik gemacht. Mit einem schönen Blinker, also es ist halt so ein dynamischer Blinker. Können wir den mal kurz anmachen? Ja, natürlich. Dann können wir es gleich mal zeigen. Ah, es schaut cool aus. Ja. Ja, normalerweise sind da halt Halogenscheinwerfer drin, die sind halt, ja, ich finde, so kommt der halt schon gut. Vor allen Dingen, wenn halt wirklich das Ablendlicht aus ist. Mal kurz aus. Dann sieht das halt nochmal
schöner aus. Ich finde auch durch den Grill schaut er echt böse aus. Also gefällt mir echt gut. Ja, mit der schwarzen großen Front dann, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja, und was beim Vorfeld jetzt noch anders ist, ist das hinten das Heck. Gucken wir uns gleich mal an. Ja, genau. Die Fuse habe ich auch abgeändert, der ist auch nicht mehr original, aber der ist beim Vorfeldlift auch nochmal anders. Mhm. Ich habe jetzt von Maxton Design den Diffusor dran. Schaut so richtig nach Track aus, finde ich. Ja. Ja, schaut auf jeden Fall bulliger aus. Das ist ja RS-Optik dann. Es gibt ja noch den RS von Ford. Ja, und das ist dann auf RS-Optik gemacht. Nur, dass der RS halt quasi die Duplex-Anlage drunter hat. Mhm. Und der hat ja dann die Mittelauspuffanlage drunter. Aber auch von hinten finde ich den echt schön. Danke. Auch mit dem Spoiler drauf. Auch Lachmann-Spoiler ist schon schön. Ja, aber auch der ist nicht original. Also original wäre dann nur hier gewesen? Ja, oder? Genau. Ich finde den total schön. Passt halt gut zum Auto. Vorher hatte der halt ein ganz schmales Heck. Für die Leute, bevor ihr fragt, kommt mal her. Hier steht direkt der Instagram-Name. Ich glaube, ich muss hier herziehen. Ich glaube auch. Und auch Benzin im Blut? Ja, ich wurde ja injiziert durch meinen Dad. Deswegen hatte ich es direkt schon als Baby geimpft bekommen. Deine Räder sind auch nachträglich drauf? Ja, genau. Das sind die Thomasen 1020. Das ist auch so eins meiner Lieblinge am Auto. Genau, das sind jetzt 19 Zeller mit den nächsten Reifen. Ich wollte halt den nächsten haben, weil der sich so schön mit der Flanke ziehen lässt und dass jetzt alles schön schmal ist. Ich finde, die passen optisch gut zum Auto. Also der Stil von den Rädern passt richtig gut. Ja, vor allen Dingen das Hochglanzschwarz, das findet sich halt überall im Auto so ein bisschen wieder. Und achtest du da auf Gewicht von den Felgen? Oder? Nee. Ich glaube, ich sag besser nichts. Nee, ich weiß nicht, wie viel so wiegt. Ich glaube 18 Kilo. Ich weiß nicht. Aber es hätte ja sein können, dass du jetzt, sag ich mal, aufs Gewicht jetzt von Felgen achtest, weil du halt auch noch bleiben kannst. Das wäre jetzt nur meine Frage. Nee, das will ich bei einem Tractor, würde ich das machen, aber nicht beim Baby. Ja, weil halt immer so viele aufs Gewicht achten und die achten ja auch wirklich auf jedes Gramm. Deswegen dachte ich mir, nee, habe ich bei dir nicht gesagt. Sein können, war ja nur. Ich wollte immer die 5 Speichen haben, weil die halt einfach auch schön sauber zu machen sind. Mhm. Ja, und deswegen. Hast du ein anderes Fahrwerk drin? Ja, steht schon schön knackig da. Ja, ich habe das Fahrwerk von ST Suspension drin, das STX-Fahrwerk. Und ist ein Gewindefahrwerk, ist auch bis auf Anschlag runter. Es geht leider nicht mehr tiefer, ist jetzt noch ein bisschen tiefer. Aber also so schaut es schon. Gewinde ist am Ende. Ja, Gewinde ist am Ende. Ja, gibt keins mehr. Nee. Aber das Fahrwerk finde ich gut, ich bin sehr zufrieden damit. Land auf jeden Fall. Weißt du, wie viele Runden du jetzt schon mit ihm so ungefähr auf der Nordschleife gedreht hast? Also ich hätte mal wirklich so um die 30. Ich und weiß es genau. Macht das nicht gut, oder? Ja, total. Ja. Also es geht natürlich immer besser, ne? Also je härter, umso besser. wobei ich glaube, wenn ich wirklich den als Tractor fahren würde, würde ich auch eine andere Felge nehmen und das alles einfach ein bisschen abändern. Mhm. Eine ganz andere Reifengröße. Ich habe jetzt 225er Reifen drauf. Und ja, nee, das würde ich alles ein bisschen anders machen dann. Aber so im Gesamtkonzept, finde ich, steht er echt gut da. Danke sehr. Und dafür, dass du dann auch noch Nordschleife ballerst, bist du da schon mal an jemanden vorbeigefahren, wo du dir dann dachtest, ja klar, jeden, den du überholst, da freust du dich. Ich nehme halt meistens mein Date auf den Beifahrersitz. Geil. Und der sagt dann auch mal, ja. Gib's ihm. Aber es macht einfach Spaß. Ich jag ja auch keine Zeit. Also ich fahre ja wirklich nur Just for Fun drüber. Ich fahre ja auch nicht schnell. Mhm. Also ich glaube, ich brauche bestimmt, weiß ich nicht, 9 oder 10 Minuten. Also ich bin noch nie mit Nordschleife gefahren. Mhm. Also nur mal Beifahrer und das glaube ich vielleicht 2 Runden. Und ich glaube, ich müsste erstmal fahren, um die Nordschleife so kennenzulernen. Also ich hoffe, wenn der M3 fertig ist, dass ich dann nochmal komme. Da kannst du mir Mach mich Streckenkunde. Ja, genau. Das kann ich gerne machen. Das ist eine gute Idee. Da machen wir so eine kleine Nordschleifen-Streckenkunde mit Lisa. Lisa, genau. Lisa bringt das Fahrrad auf der Nordschleife bei. Ja, das ist perfekt. Das machen wir. Das sehr gerne. Was ich noch gemacht habe, das habe ich mir so als kleines Detail gemacht. Das ist jetzt der Scheibenteil zum Beispiel. Ich weiß aber nicht, ob wir den jetzt gut draufkriegen. Ich habe mir hier Nürburgring drauf folieren lassen, weil es ist einfach mein Lieblingsort, an dem ich bin. Und kann man auch so alles vergessen. Das ist jeder Tag wie Urlaub. Und deswegen musste ich das irgendwo draufschreiben. Ich finde es auch echt schön. Also die Landschaft ist schön, du hast direkt den Nürburgring. Ja. Hier sind irgendwie gefühlt immer tolle Autos jedes Mal, wenn ich hier bin. Ja. Also es ist echt schön. Ja, ist es auch. So, schauen wir uns mal deinen wunderschönen Innenraum an. Aber bevor wir uns den angucken, ich zusammen mit Type S wollen dir ein kleines Geschenk machen. Okay, krass. Und zwar würden wir gerne dir diese 360 Grad Dashcam schenken. Oh. Die hat Full-HD-Auflösung und du kannst, was ich halt auch cool finde, ich weiß halt bloß nicht, ob du so auf dem Nürburgring
benutzen darfst, aber auf dem öffentlichen Straßenverkehr darfst du sie auf jeden Fall benutzen, weil die hat so eine Wiederholungsschleife und überschreibt dann immer wieder die alten Dateien. Und du kannst halt wirklich 360 Grad, also nach vorne, nach hinten, Innenraum, links und rechts. Oh nein, wie cool. Ja, die würden wir dir gerne schenken. Ach das. Und du kannst sie immer... Leider nicht, nee. Bitte? Ich habe schon gedacht, ihr wollt mir mein Mittagessen bringen. Ich habe noch eine Schnitte. Aber sind wahrscheinlich trocken, oder? Ja. Auf jeden Fall kannst du die direkt an der Kamera bedienen oder halt per Handy. Und es ist easy, du kannst direkt in deinen Zigaretten anzünden, musst die Kabel bloß ordentlich verlegen oder lässt sie halt hier irgendwie einfach hängen. Ja. Und was ich richtig geil finde, das Problem hatte nämlich mal ein Kumpel von mir, die hat einen Erschütterungssensor. Quasi, wenn du jetzt hier irgendwo parkst und dir fährt jemand ans Auto dran, dann zeichnet die das auf. Finde ich cool. Das ist wirklich richtig geil. Ja. Und so als kleines Dankeschön. Dankeschön, oh mein Gott. Möchten wir dir die schenken. Danke sehr. Wir können ja nachher mal vielleicht eine kleine Runde fahren, ja, dass wir klar. mal einblenden können, dann, auf jeden Fall. Wie das so ausschaut. Weil ich finde das nämlich auch mega interessant. Dankeschön. Ja, ich hoffe, du freust dich darüber. Ja, total. Vielen Dank. Das ist echt total schön. Gerne. Hätte ich nicht mitgerechnet. Ja, weil du gerade auch schon gefragt hast, was hast denn du jetzt in der Hand? Ich dachte, was macht ihr? Jetzt holst du jetzt doch ein Gimbal raus. Ja, schön wär's. Das Gimbal haben wir nämlich heute vergessen. Dankeschön. Nee, wirklich. Also ich bin echt überwältigt. Total schön. Freut mich, dass du dich freust. Danke sehr. Ja, so ja, schaut die aus. Ist ja, schon... Man sie auf bestimmt so, ne? Ja, genau. Ja, und dann kann sie überall hinfilmen. Und die filmt dann halt im Innenraum, nach draußen, links, rechts. Ah, das ist natürlich mega. 360 Grad. Zeig doch mal in die Kamera. Cool. Ich bin total überwältigt. Also wirklich vielen, vielen Dank. Also vielleicht kannst du sie ja hier am Nürburgring gut gebrauchen. Ich glaube auch, definitiv. Die nächste Fahrt filme ich auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. So. Also. Schauen wir uns noch den Innenraum. Genau, also ich habe, für den Track habe ich die Gurte, das sind die Schrotgurte, die habe ich mir eingebaut. Ich habe zwar tatsächlich noch meine Originalen mit drin, deswegen muss man die Schrotgurte nicht eintragen, laut TÜV-Prüfer. Nur wenn du quasi deine, müsstest du austragen und die dann eintragen. Genau, richtig. Und ich müsste dann auch hinten die Sitzreihe austragen lassen. Dann wäre das nur noch ein Zweisitzer. Aber dadurch, dass ich habe hinten so einen Schnellverschluss, die kann ich halt direkt rausklicken und deswegen können hinten drin dann auch noch drei sitzen. Okay. Bügel wäre eigentlich auch cool noch hier drin irgendwie. Ja, ich hatte mal einen Fake-Bügel hier drin. Das war nichts, der war mehr gefährlich, als dass er Sicherheit geboten hätte. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, aber dadurch, dass ich ja den noch in den Alltag fahre, ist halt auch immer so eine Sache. Ne? Was ich auf jeden Fall auch cool finde bei Ford, ist hier die Anzeige. Mhm. Ford hat die Anzeige, finde ich total cool, mit der Temperatur vom Öl, den Ladedruck vom Turbolader und nochmal die Baranzeige vom Öl. Das ist total cool gemacht. Also wenn ich jetzt das Auto starten würde und Gas geben würde, wird man halt auch direkt sehen, wie der Turbo, wie die Baranzeige hochgeht. Das ist cool. Das ist echt cool. Soll ich es mal zeigen? Ja, gerne. Also, Moment. Schlüssel bei den neuen Autos. Also es gehen erstmal alle Anzeigen hoch. Die Baranzeige jetzt vom Öl, die ist jetzt ein bisschen niedriger, weil es jetzt warm ist, dann ist es natürlich ein bisschen verflüssigt und nimmt das natürlich ab. Und wenn es jetzt Gas geben würde, geht die Anzeige natürlich komplett verdunkelt. Das ist echt super praktisch. Das ist ganz cool gemacht. Wir müssen auf jeden Fall einen Soundcheck machen. Ja. Also die Anlage ist auf jeden Fall original. die Anlage ist original. Man hört halt mehr Turbo, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, dann machen wir gleich nochmal den Soundcheck. Ja, oder? Können wir machen. Hättest du gleich anlassen können. Wir hatten ja noch den Leuten bei Instagram die Chance gegeben, Fragen zu dir zu stellen. Und ich würde sagen, die machen wir jetzt mal. Bin ich sehr gespannt. Erste Frage. Ist das deiner? Sieht richtig nice aus. Ja, das ist tatsächlich mein Wagen, ja. Und würdest du wahrscheinlich auch nicht mehr hergeben? Nee, gebe ich auch nicht her. Das ist, mein Baby. Hast du vor, noch ein richtiges Track-Tool aufzubauen für die Nordschleife? Habe ich tatsächlich vor. Wir wollten das eigentlich letztes Jahr mit meinem Vater zusammen machen. Der hat sich auch ein Track-Tool gekauft. Ein E30. Ach, geil. Und der ist auch einfach wunderschön. Fahre ich auch ab und zu hier um den Nürburgring drumherum. Der ist denn jetzt am Wochenende mal drei Runden schon drauf gefahren. Aber ich habe auch vor, mir selber was Eigenes anzuschaffen. Genau, ich fahre mit dem drüber, aber es ist halt trotzdem noch mein Alltagswagen und Willst du da nicht so dolle vorgeweiht? Nee. Das ist halt nochmal ein Unterschied, wenn man halt aktuell nur den einen hat. Ja.
Was machst du an deinem Auto selber? Ich habe jetzt letztes Jahr tatsächlich die Bremsen selber gemacht und eine Inspektion. Ich versuche immer alles selber zu machen und was ich nicht kann, da hole ich mir natürlich Hilfe dazu und lasse es mir immer gerne erklären. Es fällt aber aktuell noch gar nichts an, was ich selber machen muss, was jetzt irgendwie schwerwiegend auffällig ist oder was ich jetzt nicht kann. Mhm. Deswegen geht es eigentlich. Also ich kann tatsächlich alles bisher selber machen. Könntest du dir vorstellen, weg vom Ring zu ziehen? Für mich ist ja halt einfach alles vor Ort. Das ist einfach wunderschön. Ich habe ja nur 30 Kilometer bis zum Ring. Mhm. Und es gibt für mich aktuell keine schönere Gegend als hier. Ja, vor allen Dingen kannst du gleich direkt mit dem Auto auf die Nordsteine fahren. Es gibt doch nichts Geileres. Ja, ist auch so. Ja, ich habe halt hier meine Freunde und man kann hier entspannen, man kann hier Action erleben. Eigentlich kann man hier alles machen. Und schön ist es ja auch noch. Echt eine richtig schöne Umgebung. Also ja, total. Herrlich hier. Was hältst du von Oldtimern? Oldtimer finde ich richtig klasse. Ich bin damals mit meinem Papa schon immer mit den Oldtimern mitgefahren und der hat die immer aufgebaut. Und ich liebe Oldtimer. Also ich würde. Macht dein Papa das beruflich oder? Nebengewerbe quasi. Ach, genau. Cool. Ja. Also bist du quasi damit aufgewachsen? Ja, total. Das ist auch geil. Was ist dein Traumauto? Es gibt für mich eigentlich so viele schöne Autos. Ich kann mich da auch gar nicht festlegen. Mhm. Also es gibt so ein von bis, also natürlich. E30 oder natürlich der neue M3 oder M4 sind natürlich super geil. Mercedes hat auch voll die schönen Modelle dann als Kombi. Der von jedem immer so ein bisschen. Ja, ist so. Von Audi der RS6, also ich kann mich nicht festlegen. Nee. Könnte ich glaube ich auch nicht. Ich glaube, wenn ich zu viel Geld hätte, dann hätte ich einfach alles. Ja, dann müsste man mich glaube ich ein bisschen zurückhalten. Ich müsste erstmal eine Garage kaufen. Ja, erst eine Garage und dann kommen die ganzen. Genau. Von jedem was. Also ein Zimmer und eine Riesengarage. Ja. Geil. Warum gerade Ford? Keine Kritik, ich fahre auch einen Focus. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße zurück. Der Focus bzw. der Ford, das hat halt von der Preis-Leistung einfach super gut gepasst. Und ich bin auch immer noch total zufrieden und der Wagen läuft einfach sehr, sehr gut. Und natürlich würde ich mir was anderes auch holen, aber solange der noch läuft und sich halt einfach so gut. Ja, der hält sich halt einfach perfekt. Hier fragt jemand, wie war das genau mit deinem Motorradunfall? Vor fast einem Jahr. Ja, ich war quasi auf der linken Spur und mich hat dann ein anderes Auto übersehen. Ich war halt fast auf der, ja, zwischen A- und B-Säule von dem Wagen. Mhm. Und der hat mich übersehen und ist einfach auf meine Spur gezogen. Ich habe halt versucht zu bremsen und der ist mir halt genau vor dem das Vorderrad gezogen. Und dann habe ich mich halt mehrmals überschlagen. Hat halt super viel Glück gehabt. Nein, das ist gut, das ist doch geil. Ja, aber ja, ich lebe halt immer noch so ein bisschen mit diesen Auswirkungen davon. Aber hast du schwere Verletzungen davon? Ja, ich war 2 Wochen im Rollstuhl. Ah, scheiße. Ja, mehrere Brüche gehabt, aber das wird alles besser. Aber würdest du dich wieder aufs Motorrad setzen? Ja. Ja, ich habe echt Lust. Muss ich immer wenn die hier langfahren. Was hast du für eins? Ich hatte vorher eine Kawasaki Ninja. Die habe ich aber, weil die total schaden war, habe ich die verkauft. Mhm. Ich würde mir eigentlich genauso eine wiederholen. Was schätzt du, wie viele Runden du schon gedreht hast auf der Nordschleife? Ich habe tatsächlich nicht gezählt, also man kann das mit einer App verbinden. Ich habe ja keine Jahreskarte. Mhm. Ich glaube, eine Runde kostet irgendwas um 30 Euro, oder? Genau, Wochenende. Das geht also dann Freitag, schon ins Geld. Genau, ja. Also Freitag, Samstag, Sonntag 30 Euro und sonst Montag bis Donnerstag 25. Aber die Jahreskarte lohnt sich, glaube ich, ab 78 Runden, wenn du Samstag, Sonntag fährst. Ich denke mal, so um die 30, 40 Runden bin ich selber gefahren. Und sonst halt immer nur mitgefahren. Mhm. So, letzte Frage. Was wäre dein ultimatives Traumauto, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Ich glaube, die Frage habe ich eben fast schon beantwortet. Ich kann keins nennen. Ich kann es nicht. Also, ich brauche erstmal eine Traumgarage oder eine Traumhalle. Erstmal die Garage, dann kommen die Autos. Genau, wo ich die ganzen Autos reinstellen kann, die so, die mein Herz begehren. Ja. Okay. Dann vielen lieben Dank, dass du bei unserem Video mitgemacht hast. Danke auch. Falls ihr wieder irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich verlinke euch auch Lisas Instagram-Profil auch nochmal unten in der Infobox. Lasst uns wieder einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!